Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Drogerievideo. Ich war vor ein paar Tagen bei Rossmann und habe eine neue Limited Edition entdeckt, beziehungsweise zwei, und die möchte ich heute mit euch testen. Und zwar hat Catrice die Sun Gasm Kollektion rausgebracht und Essence hatte vor einer Weile die High Beauty Kollektion rausgebracht. Ich mische das Ganze so ein bisschen, weil ich habe endlich Produkte gefunden aus der Unlimited Edition von Essence. Ich möchte das Ganze heute mit euch testen. Ich bin richtig, richtig gespannt, wie das Ganze funktioniert. Und ja, wenn ihr sehen wollt, was die Produkte auf meinem Gesicht können, dann bleibt einfach dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Freunde, ich habe gesehen, dass immer noch über 40% die Glocke nicht aktiviert haben. Ich weiß, es nervt, aber ich kriege so oft Nachrichten, oh mein Gott, ich habe das Video nicht gesehen und ich möchte euch helfen, dass ihr meine Videos seht. Deswegen prüft doch einfach mal, ob ihr die Glocke aktiviert habt, dann kriegt ihr auch wirklich jede Benachrichtigung. Was kann ich euch erzählen? Das Wochenende war so... Ach nee, ihr seht das ja am Freitag erst. Die Woche war, weiß ich noch nicht wie. Ich bin gespannt, wie eure Woche war. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ich möchte auch gleich anfangen. Bevor wir loslegen, möchte ich euch noch mal ein paar Produkte zeigen, die ich ja jetzt wirklich schon seit einer Weile bekomme und ich immer wieder Nachrichten zu bekomme. Und zwar ist es die Pflege von Beauty Mates. Ich habe hier einmal die Hyaluron Lift Creme für trockene Haut. Die ist das perfekte Dupe zur Charlotte Tilbury Cream, nur in wesentlich günstiger. Und ich finde, sie hinterlässt nicht so einen fettigen Film auf der Haut. Ich arbeite mir die schon mal so ein bisschen ein und lasse sie so einen Moment einziehen. Die zieht recht schnell ein. Ich trage Pflege aber sehr, sehr gerne etwas früher auf, dass sie wirklich tief in die Haut eindringen kann. Und ich möchte noch ein zweites Produkt verwenden, nachdem ich am meisten gefragt wurde und was auch die meisten Erfolge bei mir erzielt hat bezüglich meiner Augenringe. Ihr könnt sehen, es ist immer noch was zu sehen, aber viel, viel besser als sonst. Und ich benutze ehrlich gesagt eigentlich nichts anderes außer dieses Produkt. Und zwar sind das die Augenlift Drops. Ich gebe mir davon einfach so ein bisschen auf meine Hand und arbeite mir das dann direkt unter meinen Augen ein. Und die ziehen super schnell ein. Ihr könnt sie in eure Creme reinmischen. Falls ihr sehr trockene Unteraugen habt, könnt ihr das mit der Hyaluron-Creme machen. Ich mache das meistens pur, weil für mich mehr hilft mehr. Sie ist perfekt für sensible Haut und was ich gerne mache, habe ich jetzt nicht, weil sie ist ja hier. Ihr könnt das vor allem jetzt, wenn es heiß wird, in den Kühlschrank legen. Dann ist das schön kühl und ihr habt so einen richtig tollen Deep Puffing Effekt. Das heißt, die Augen schwellen so ein bisschen ab, es strafft alles, das Lid wird so ein bisschen geliftet und das fühlt sich richtig gut an. Ihr könnt sehen, meine Haut glowt richtig, weil sie so mit Feuchtigkeit versorgt ist. Und ich habe wieder einen Rabattcode für euch bekommen. Mit dem Code Maxim könnt ihr 20% auf das komplette Sortiment sparen. Und ich empfehle euch, wenn ihr wirklich Probleme habt mit den Augen, das Beautiful Eye Set. Da ist die Creme mit drin und die Drops. Ihr könnt die pur nehmen, ihr könnt die mit reinmischen. Es gibt so viele Produkte, die ich benutze und die Creme alleine schon, Freunde, Charlotte Tilbury liegt auf dem Boden und weint. Richtig schöne Produkte. Ich arbeite jetzt schon bestimmt den vierten Monat in Folge mit Beauty Mates zusammen und ich möchte ehrlich gesagt auch nicht mehr darauf verzichten, weil ich benutze es so oft. Ich habe jetzt, glaube ich, die vierte Dose von der Hyaluron Boost Creme für normale Haut und die zweite Dose von der Hyaluron Lift Creme. Ich nehme die schwerere eher morgens. Normalerweise kann man die auch nachts nehmen. Ich nehme sie aber morgens vor dem Make-up, weil ich dann diesen richtig schönen Dewy-Effekt habe. Ich setze euch die Produkte einmal unten in die Infobox. Ihr könnt sehr gerne dort vorbeischauen. Damit unterstützt ihr mich natürlich auch. Und jetzt geht es los mit dem Make-up. Freunde, ich bin richtig hyped. Ich bin richtig excited. Lang ist es her, dass wir eine Limited Edition getestet haben. Und First Impression, als ich die Namen der Kollektion gesehen habe, dachte ich mir so, how in the world soll ich dazu ein Video machen, ohne dass es demonetarisiert wird. Wow. YouTube ist ein bisschen schwierig, was Content angeht, der etwas beinhaltet, was zwei oder mehrere Menschen machen und was den Konsum von Sachen. Wie drücke ich das aus, dass ich nicht gelb werde? Den Konsum von Gütern, die das Bewusstsein verändern, ne? Die wollen das nicht, dass wir darüber reden, dass wir das zeigen. Aber ich habe von Essence hier ein Under Eye Brightening Concealer. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich gesagt habe, dass ich so ein Produkt suche. Und das ist schon eine etwas ältere LE. Bei Cosmetic for Less gibt es das bestimmt noch. Ich hatte ihn aber noch in der Drogerie gefunden. Hier sind 5,5 Milliliter drin und ich trage erstmal eine Seite auf. Okay, also er ist nicht ganz so peachy wie gedacht. Ich lese euch kurz vor, was er
können soll. Hier ist das Samenöl der Pflanze mit drin. Es tut mir leid, wenn ich jetzt so reden muss, aber ich habe keine Lust, dass YouTube sagt, sorry Maxim, aber dieses Video ist nicht für junge Leute geeignet. Dann ist das Moisturizing, Caring und Vegan. Ich trage mir erstmal die eine Seite auf und verblende das Ganze so ein bisschen. Ich nehme einfach mal meinen Beauty-Schwamm dazu. Ja, also ihr könnt schon auf jeden Fall einen Unterschied sehen. Mit der Pflege sieht das Ganze natürlich jetzt noch richtig schön frisch aus. Mir persönlich ist die Farbe, glaube ich, nicht dunkel genug. Ich weiß es nicht, ob es noch andere Farben gab. Also ich brauche eher wirklich ein Orange als so ein Peach, aber ich glaube, wenn ihr ein bisschen heller seid, dann könnte das definitiv ausreichend sein. Ich bekomme in letzter Zeit so viele Nachrichten zu meinen Augen, was ich gemacht habe. Ich pflege sie im Moment sehr, sehr gut und ich benutze Color Corrector. Es sieht aus, als hätte ich wirklich gut geschlafen. Ich habe gut geschlafen heute, aber gefällt mir gut. Also es sieht sehr frisch unter den Augen aus, sehr feucht. Ich bin gespannt, wie sich das Make-up drüber verhält. Und das würde ich jetzt auch einmal kurz machen. Ich habe mir wieder eine Foundation gekauft. Ich habe mir eine Foundation nachgekauft, Freunde, weil ich sie so geliebt habe. Ich habe sie aber in einer anderen Farbe genommen. Und ich glaube, das war ein Fehler. Denn ich finde sie persönlich etwas zu dunkel. Hier in der Kamera sieht es perfekt aus. Und das ist die Infallible L'Oreal 24-Hour Fresh Wear Foundation. Beste Foundation in der Drogerie, finde ich, die es aktuell gibt. Ich mache wie immer erstmal eine halbe Seite. Also Color Match ist auf jeden Fall eine 10 in der Kamera. Im Real Life ist es eher so eine 11 oder 13, weil sie schon fast zu dunkel ist, finde ich. Und sie oxidiert so ein ganz, ganz kleines Stückchen. So super flüssig und so leicht. Aber nicht ganz. Ich habe das Gefühl, sie haben die Formulierung so ein bisschen geändert. Sie ist nämlich etwas dicker geworden als früher. Es sieht schon fast zu dunkel aus in der Kamera, ne? Aber das ist nicht so schlimm. Ich mische mir die einfach mit einer zu hellen Foundation und dann passt das wieder. Die hält einfach den ganzen Tag. Sie riecht gut. Der Duft verfliegt aber recht schnell. Also ihr habt nicht so dieses, oh Gott, ihr habt jetzt die nächsten 20 Stunden Duft in eurem Gesicht. Aber ich finde, sie ist recht dunkel, oder? Im Sommer, glaube ich, könnte die perfekt passen. Ihr könnt sehen, wie schön dewy, frisch und gesund meine Haut aussieht. Achtet nicht auf die Farbe, der Concealer wird retten. Und das ist genau mein Geheimnis. Nehmt einen Concealer in der Farbe Deckweiß. Color Match ist auf jeden Fall da. Gefällt mir gut. Ich mag die Foundation auch in Kombination mit der Creme unter meinen Augen. Sieht es gut aus. So ein bisschen correcten muss ich noch. Ich vermute, dass man den Color Corrector, weil der nicht so orange ist, auch über der Foundation tragen kann. Ich mag das persönlich nicht so gerne, weil ich mag diesen rosanen Tint nicht. Ich gehe dann lieber so ein bisschen mit Blush unter meine Augen, was das Ganze wieder so ein bisschen corrected. Ich mache weiter mit Concealer, benutze meinen Wet n Wild Photo Focus Concealer, einer meiner liebsten Concealer überhaupt. Lasse das Ganze einen kurzen Moment anziehen und ihr könnt mir in der Zwischenzeit, während ich hier verblende, einfach schon mal schreiben, wie es euch geht. Freunde, ich finde, es wird immer so ein bisschen, es wird oft gefragt, wie es mir geht, aber ich frage viel zu selten, es ist auch sehr schwierig, wie es euch geht, was passiert. Ich habe gelesen am Wochenende, dass viele von euch endlich wieder arbeiten gehen dürfen und ich freue mich so für euch, dass ihr für die, die weiter arbeiten gehen können oder wieder arbeiten gehen können, dass ihr einfach wieder so ein Stückchen zur Normalität zurückkehrt. Wurde jetzt, glaube ich, auch langsam fürs Gefühl Zeit. Bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Aber Freunde, wir sind hier für Positive Vibes und schaut euch an, wie positiv mein Under-Eye ist. Bright. Ich liebe diesen Concealer, ich liebe die Pflege, ich liebe den Corrector. Hätte ich nicht gedacht. Er hat völlig ausreichend corrected für mich. Ich setze das Ganze einmal kurz mit dem Laura Mercier Puder. Es ist so lustig, wie er den Spruch so feiert. War teuer, muss weg. Ich finde, dann sieht man immer erst, ob das Ganze unten drunter gut geworden ist, ob man es gut verblendet hat, ob das alles so corrected hat, wie man es wollte. So ein bisschen hätte es noch mehr hier correcten können, aber das ist völlig okay. Das können wir immer noch so ein bisschen highlighten. Mega! Ich setze so ein bisschen mit dem Rival Loves Me Marshmallow Puder. Einfach weil das sehr, sehr fein ist und es reicht, wenn man so ganz grob rüber geht. Gefällt mir gut. Also bis jetzt die Base, schön. Jetzt kommen wir aber zu den Produkten, Freunde, für die wir alle hier sind. Und zwar die Produkte aus der Sun Pause, 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 Gasm Kollektion. Wir haben einmal einen Luminizing Bronzer. Der sieht so aus, der hat ein wunderschönes Pressing mit drin. Die Sachen generell recht günstig. Ich mag die Limited Editions von Catrice sehr, sehr gerne. Es gab aber auch noch ein Riesenprodukt, wo ich jetzt schon Angst habe, wie ich das unterkriegen soll. Und zwar den Face and Body Highlighter. Er ist fast so groß wie mein Gesicht und ich habe schon ein sehr großes Gesicht. Der sieht einmal so aus. Ich bin schon mal so ganz leicht mit dem Finger reingegangen. Dann haben wir ein Illuminating Bronzing Pebbles Päckchen. Da sind so
ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, ich glaube schon, da sind so kleine Perlen mit drin. Erinnert mich so ein bisschen an die Meteorits von Guerlain und zu guter Letzt ein Setting Spray, was ich schon getestet habe. Und Spoiler-Alarm, mega. Das ist das Summer Glow Make-up Setting Spray. Ich weiß jetzt. Oh, ich habe hier irgendein Haar. Da ist es. Ich weiß jetzt nicht, womit wir anfangen. Ich glaube, wir fangen erstmal mit diesen Pebbles an, weil ich glaube, dass sie nicht so stark pigmentiert sind, dass das komplett zum Bronzen ausreicht. Hinten steht drauf: Puderperlen mit lichtreflektierenden Pigmenten. Okay, riecht nach nichts. Hier ist noch so ein kleiner Plastikschutz drauf. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie das funktionieren soll. Ich nehme jetzt mal diesen großen, fluffigen Pinsel und gehe hier mit rein. Oh ja, er nimmt tatsächlich Pigment auf. Klopf einmal ab und dann schauen wir mal, was das Ganze kann. Okay, das ist das, was ich gedacht habe. Und zwar ist das eher ein Topper für einen Bronzer. Ich hole euch mal ein Stückchen heran. Ich habe noch ein bisschen Wimpernkleber im Auge. Da kommt kaum Farbe ab, aber so ein ganz, ganz feiner Glow, der nicht auffällig ist, sondern eher so ein bisschen zart. Ich weiß nicht, ich glaube, man sieht es in der Kamera kaum, weil ich gebe mir das so ein bisschen mal auf die Stirn und jetzt könnt ihr es, glaube ich, erahnen. Das gibt. Ich glaube, es kommt nicht so richtig in der Kamera rüber, Freunde. Es tut mir leid. Das gibt eurem Gesicht einfach nur Bewegung. Das kann man sich eigentlich komplett übers gesamte Gesicht geben, um diesen ganz, ganz feinen Glow zu haben. Also der ist so subtil, dass er kaum wahrnehmbar ist, aber man sieht trotzdem, er hat genug getrunken. Okay, cool. Gefällt mir gut. Ich habe mir was anderes gedacht. Das gefällt mir aber besser als das, was ich gedacht habe. Deswegen will ich da gar nichts Negatives sagen. Wir schauen aber mal, was der Sun Gazin Luminizing Bronzer kann. Der hat auch ein schönes Pressing drin. Und davon nehme ich mir auch ein bisschen auf und platziere mir das an die höchsten Punkte. Okay. Ich glaube, hier habt ihr auf jeden Fall jetzt was gesehen. Er hat sehr schön gebronzt. Sieht jetzt in der Kamera auch wieder dunkler aus als in echt. Ich habe die Kamera aber ein bisschen dunkler gemacht diesmal, dass ihr sowas sehen könnt. Aber auch wenn ich mich drehe, habe ich diesen ganz feinen Schimmer mit drin. Er ist nicht orange. Man kann ihn natürlich auch wieder leichter benutzen. Ich gebe mir noch so ein bisschen was hier auf die Nase, einfach damit das Ganze knusprig aussieht. Wunder, wunderschön. Ich vermute, durch diese wirklich Schimmerpartikel ist es so ein bisschen schwierig mit der Hauttextur. Bei mir geht das jetzt aber, weil ich gut abgepudert habe, eine gute Pflege benutzt habe, sieht das Ganze sehr schön aus. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag ja eher schimmrige Bronzer für den Sommer, weil das Ganze dann einfach aussieht, als wäre ich aus der Akropolis emporgestiegen und hätte gesagt: Freunde, die Sonne scheint auf mich rauf. Okay, und jetzt, Freunde, ich glaube, da wird nichts passieren, was mich jetzt überrascht. Das ist dieses Riesenschätzchen hier. Das kann man sich auf dem ganzen Körper geben. Habe ich schon mal Highlighter auf dem ganzen Körper getragen? Definitiv ja. Ich nehme jetzt hier einfach so einen Pinsel und gehe hier einmal rein, klopfe ab. Sehr schön, sehr fein der Schimmer. Nicht so, also gar keine groben Glitzerpartikel. Und wenn man den so ein bisschen ausblendet, wird er auch so ein bisschen folierter. Catrice, what's poppin'? Ich sag euch, Catrice, Freunde, ne? 2020 ist das Jahr von Catrice. Gib mir hier noch so ein bisschen was auf meine kleinen Teufelshörnchen. Mega. Gefällt mir gut. Vor allen Dingen, ich kann mir den. Ich glaube, das kriege ich nicht hin, dass ihr das in der Kamera seht. Ich gehe jetzt mal mit einem großen Pinsel rein. Ja, okay, das sieht man in der Kamera nicht. Wenn ihr so ein bisschen eingecremt seid, ganz leicht, und dann so einen Schimmer mit drauf gebt, gefällt mir das Ganze wirklich, wirklich gut. Ich würde jetzt einmal kurz ein zweites Video drehen mit einem anderen Lidschatten-Look. Dann testen wir die Mascara aus und sehen uns gleich wieder. Und ich bin wieder zurück, sehe etwas anders aus als vorher, aber Freunde, ich kann euch sagen, die Mascara ist gut, macht schön schwarz. Man sieht jetzt natürlich nichts, ich habe Lashes drauf, aber das Bürstchen, ich zeige es euch noch einmal ganz kurz. Das ist ein ganz spannendes Bürstchen, kommt gut Produkt ab. Ich kann mir hier unten noch so ein bisschen was hingeben, mag ich sehr, sehr gerne. Die soll auch so ein bisschen Feuchtigkeit spenden für die Wimpern sein und hat mir gut gefallen. Also würde ich weiter benutzen. Oh, meine Lashes verliere ich gleich. Gut, ja, sehr schön. Aber ein weiteres Produkt habe ich euch noch nicht gezeigt. Und das ist das Summer Glow Spray. Meine Base ist schon glowy. Aber ihr wisst, wo wir sind.
Wir sind hier und mehr Glow ist mehr. Den Geruch hatte Katrin schon mal. Den hatten sie schon mal und ich liebe ihn. Ihr seht, wie schön. Ich lasse das Ganze so ein bisschen ansetten. Wow, was für ein Make-up heute. Hi, herzlich willkommen. Freunde, das war richtig, richtig cool. Es hat richtig Spaß gemacht, die Produkte auszuprobieren und neue Produkte von Catrice und ja, auch Essence mitzutesten. Schaut unbedingt bei Beauty Mates einmal vorbei. Ich liebe die Sachen. Ihr seht, wie schön diese Base geworden ist. I'm living. Freunde, ich danke euch, dass ihr hier mit dabei wart und wir sehen uns bei einem neuen Video. Passt auf euch auf.